Ohne Relaisstation sitzen wir heute in unserem Bus, respektive Besenwagen, und hoffen, dass wir an diesem Rollerberg nicht Tribut zollen und den Postabgang nicht verpassen. Wir greifen im Stile eines Finisseurs in den Großkampf der Tour de France ein, um im Klassement weiter vorne zu bleiben. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und ich bin der Jean-Claude Van Damme. Und gesponsert wird die ganze Geschichte wie immer von Rafa, respektive Rafa Custom. Respektive, das Wort, ja. Das Wort mag ich jetzt schon. Ne? Ich habe mir so 10 Jean-Claude-Wörter aufgeschrieben und versuche die jetzt während der Tour de France öfter in unsere Übertragungen einzubringen, weil ja Jean-Claude aus dem Tour de France-Team bei Eurosport gekickt wurde. Ich dachte immer, ich will das, aber jetzt, wo es nicht mehr da ist, vermisst man es irgendwie so ein kleines bisschen. Ich bin die Woche auf Twitter auch in eine Gruppe Jean-Claude-Fangemeinde Deutschland aufgenommen worden und da sitzen der schon bekannte Räumerkai zum Beispiel und Nairo in Green auch drin und alle fucken sich hart ab, dass Jean-Claude nicht mehr da ist. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich jetzt hier diesen Race Pass habe, habe ich den Paul bis jetzt noch gar nicht gehört. Nach 5 Etappen kein einziges Mal über One geschaut. Dafür halt eben ab und zu mal in den deutschen Kommentar von eben Eurosport reingehört. Und ich habe bis jetzt nur Carsten Miegels, Jens Vogt und Rolf Aldag gehört. Und manchmal ist da noch Ron Ringgut. Okay, ja, der sagt macht mir jetzt nichts. Der macht die Schlösser und die Seen und genau. So. Aber ja, ja. Stauf ich mal ganz der kurz eine Frage. Warum hörst du bei mir nicht wenigstens mal ganz kurz rein? Ich glaube, dieses Jahr bin ich echt, im Vergleich zu den letzten Jahren, habe ich mich nochmal ganz gut, ja, viel, viel besser und also ich würde mir auch selbst zuhören manchmal, glaube ich. Machst du ja auch. Mach ich ja auch, ja. Oder ich lasse da einfach beide gleichzeitig, so parallel zueinander laufen. Ja gerne. Dann kannst du mal sehen, wer fachlich kompetenter ist. Du musst aber im Finale immer raus, ne? Ja, aber das Beste ist ja, ich mache ja die langweiligen Stellen und da muss man richtig einfallsreich sein und ich finde, wir gerade heute war es ja sehr, sehr langweilig. Heute ist Mittwoch, war 5. Etappe. Ich glaube, heute waren wir echt richtig gut. Paul hat auf jeden Fall heute RTF kommentiert. Ich habe heute eine RTF kommentiert, ja. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal passiert. Das aber war wieder so schön zum Eindösen und so immer nur mit einem Auge gucken. Ich habe auch genappt. Ich bin auf jeden Fall auch. Hast du denn, ab wann seid ihr weg gewesen? Wir sind weg gewesen ab 16.10 Uhr. Also ich wäre fast ein paar Mal eingeschlafen, so, weißt du, okay. vom Hubschraubergeräusch. Die Kollegen bei Eurosport haben nämlich auf jeden Fall verpasst, was da im Finale so abging, als das Tempo höher wurde. Die waren völlig erstaunt, warum die auf einmal so schnell fahren. Und dass dann irgendwann eine Windkante kam für sie alle sehr überraschend. Ich war sehr dankbar für Rolf Aldag auf jeden Fall, der das so ein bisschen aufgeklärt hat dann hinten raus noch. Und bin dann auch zur Erkenntnis gekommen, dass ich gerne Jean-Claude und Rolf Aldag hätte. Aber ich muss dir sagen, das ist doch ein richtiges Eurosport-Phänomen oder Syndrom, dass die doch allgemein Rennsituationen verpassen und drüber reden. Und dann sich wundern oder dann anfangen drüber zu reden, wenn es schon vorbei ist. Ich hab da ja Insider-Informationen. Also die sitzen gerade alle bei Carsten Miegels zu Hause, weil eben jetzt nicht normale Sprecherkabinen bei der Tour haben sie ja sonst immer. Die sind halt eben nicht vor Ort, sondern die haben ein Studio bei Carsten Miegels zu Hause. Der wohnt in der Nähe von Köln. Und ja, da sitzen die dann, weiß ich nicht, wie das da genau aussieht, ob es jetzt bei ihm im Wohnzimmer alles aufgebaut ist oder wie auch immer. Und ja, machen sich da jetzt schöne 3 Wochen. Rolf Aldag und Jens Vogt, die beiden treffe ich auch morgen zum Abendessen, die wohnen auch in einem kleinen Ort vor Köln in einem Hotel während der Zeit. Und ja, die quatschen sich da eigentlich, glaube ich, in Laune, dass sie halt manchmal gar nicht mehr so checken, was da im Rennen so abgeht oder halt nur so nebenbei das noch aufnehmen. Bisschen schlecht, aber ich meine, da haben sie die gleiche Situation wie ich in Saarbrücken. Ich sitze ja auch nur in einem Studio vor einem Fernseher mit meinem Kollegen und ja, ich finde, Aldag macht das wirklich gut. Also, der Aldag ist auch gut. Der sieht da wirklich realistisch die Rennsituation, erklärt das auch gut.
bin ich, ist mein Favorite jetzt, aber Paul natürlich steht außer Konkurrenz. Danke, Basti, auch wenn du mir wahrscheinlich noch nicht zugehört hast, aber. Nee. Mir nur aufgefallen ist, im Vergleich zu dem englischen Kommentar reden die halt wirklich auch nonstop. Also du hast mal so zumindest mal so kleine Denkpausen beim englischen Kommentar auch, was mal zwischendurch ganz angenehm ist. Ja gut, aber Vogt hat natürlich dann so ins Finale noch umso mehr rein. Ne? Ey, das ist so geil beim englischen Kommentar. Wer Wiggins Podcast hört, da schneiden die ja schön die Finale der Rennen den Kommentar rein. Einfach die letzte Minute. Und das ist halt, wenn du das zum jedem deutschen Kommentar vergleichst, ist das halt einfach tausendmal geiler. Aber Vogt, der weiß ja gar nicht, wie es ist, nicht zu reden. Also der redet ja immer. Nee, ich fand, der war schon sehr angenehm, den jetzt irgendwie zuzuhören. Ist natürlich ein durchschnittlich hoher Informationsgehalt, wenn man den Wagen gewohnt ist, vielleicht auch leicht überfordern. Ich fand das ganz okay, aber eigentlich ist mir doch lieber am allerliebsten die zwei Belgier bei Sportster, aber irgendwie bin ich jetzt in diesem GCN Eurosport Player hängen geblieben. Und wenn dann nicht Sean Kelly im englischen Kommentar noch mit dabei ist, dann wird es auch schwierig, weil die Kommentatoren, da finde ich auch nicht alle so gut. Aber ja, bei denen ist ja interessant, dass die wechseln. Ne? Die macht, glaube ich, immer so ein Zweierpaar macht immer eine Stunde oder anderthalb und dann wechseln die ja immer hin und her oder sowas. Und man, das war jetzt heute irgendwie nicht, oder ich habe es noch nicht ganz raus, ob man, sieht man im deutschen Eurosport eigentlich auch Bradley on a Stool? Ja, siehst du. Wiggo on a Stool, ja, okay. Ja, die übersetzen dann, das dann. Ja. Okay. Ja, das ist schon cool. Habe ich nämlich heute, ist mir das irgendwie entgangen. Vielleicht hatte ich dann doch mal beide Augen zu zwischendurch, aber das finde ich eigentlich auch immer ganz amüsant. Du sitzt dann wie in so einer Bar, ne? Ja. Fährt nur noch das Bier in der Hand und redet dann halt auf den Fernseher ein da. Aber sagt auch nicht mit so viel Inhalt manchmal oder Gehalt, aber allein die Szene ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Das Ende von der neuesten Podcast-Folge gehört, wo er plötzlich von Transvestiten-Nutten im Busch erzählt, völlig aus dem Kontext raus. Die von gestern oder von heute? Ich habe die von gestern nur gehört. Ich glaube vorgestern schon. Bringt die jetzt auch jeden Tag einer? Ja, der bringt jeden Tag so eine Analyse. Ja. Ja, wir nicht. Wir bringen nur noch eine Folge während der Tour raus, oder? Nee, zwei. Zwei. Ja, muss man auch mal sagen hier, Leute, wir machen jetzt extra Aufnahme einen Tag später, dass wir aktueller sind für euch. Deswegen fangen wir jetzt auch mal an, über die Tour zu reden. Macht auf jeden Fall Bock, endlich mal wieder Tour zu gucken. Ist auch so ein bisschen Flashback-Feeling, endlich mal wieder im Besenwagen über Tour de France zu reden. Damit haben wir angefangen, Jungs. Das stimmt allerdings, ja. Ja, fangen wir doch direkt aktuell an. Was hat sich Quickstep da heute eigentlich gedacht am Schluss? Das ist ja auch schon fast das Highlight der Woche. Ja, ist es so. Irgendwie, also das ist ja ein Riesenskandal. Alaphilippe kriegt heute eine Zeitstrafe von 20 Sekunden, glaube ich sogar. Verliert damit das gelbe Trikot. Also das wurde jetzt nicht übernommen durch irgendein Etappenergebnis, sondern eben durch eine Zeitstrafe, weil er innerhalb der letzten 20 Kilometer, also kurz nach der Marke, ich glaube bei Kilometer 18 meinetwegen, noch mal eine Flasche vom Rand angenommen hat. Wer die UCI kennt, der weiß natürlich, dass sie ihre Regeln auch immer konsequent und gleich anwenden und sich da eben gedacht haben, nee, das geht jetzt gar nicht. Der muss jetzt eine Zeitstrafe bekommen. Und ja, der verliert eben damit das gelbe Trikot und Adam Yates, der Zweitplatzierte, bekommt das jetzt einfach deswegen übergestreift und startet morgen eben heute, ist heute in Gelb gestartet. Wie kann das passieren? Man muss dazu natürlich auch irgendwie sagen, dass er echt auch grob fahrlässig war vom Team, weil das war ja ein Verpfleger, der da stand. Er ist jetzt nicht irgendwie aus dem Auto irgendwie an einem heißen Tag in einem krassen Finale, wo man ein bisschen Überblick verliert, braucht man irgendwie noch eine Flasche, sondern der stand halt einfach viel zu spät. Ich glaube, bei 17 oder 18 Kilometer vorm Ziel. Ja, da stand Movistar stand da zum Beispiel auch. Also vielleicht hat aber sich vorher eben auch keine Stelle ergeben, wo man sicher noch mal eine Flasche angeben kann. Ja, gut, also aber die ja, UCI gut, ist aber halt so, ja, klar, halt so flexibel mit ihren Regeln, aber da sind sie auf einmal so hart. Ja, na gut, ich denke, so. Ja, ich gebe dir recht, aber ich meine, nur weil es uns jetzt irgendwie nicht passt, die sind halt nicht konsequent, die sind sogar ziemlich inkonsequent mit ihren Regeln.
Und die UCE ist ja eh ein Sauhaufen, was man jetzt auch gleich bei der WM nochmal sieht, wenn wir darüber sprechen. Aber ich finde es halt, ja gut, die Regel ist halt da, ne? Ich meine, heute wenden sie sie an, morgen vielleicht nicht. Das macht es aber nicht besser, dass die Regel missachtet wurde. Und nur weil es mehr Teams machen und es vielleicht keine andere Gelegenheit gab, entschuldigt es das halt nicht. Also es war jetzt keine mega heiße und schwere Etappe, ist einfach unnötig. Und gerade wenn du Führender bist, solltest du halt das Risiko das nicht halt eingehen, da eine Flasche relativ zu nehmen. Klar formulierte Regel auf jeden Fall auch. Ja. Und Alaphilippe habe ich heute gelesen, da kann man sich wenigstens sicher sein, dass der direkt wieder attackiert. Aber morgen ist es schon wieder Bergankunft, glaube ich, ne? Oder so fast. Ja, ja, aber so eine semi-schwere. Also ja, kann ja gut sein, dass der jetzt so viel Wut hat und morgen das Team zurückhaben will und nee, De Koenig da einfach mal freidreht. Apropos Wut, ich glaube, der gewinnt morgen auch schon wieder. Na, ich glaube, morgen kommt eine Spitzengruppe an und De Gendt gewinnt. Meinst du? Ah, nee. Ja, also Mitchell und Scott fährt nicht nach. Wer soll denn nachfahren? Jumbo, warum sollen die? Die wollen doch nicht morgen das Trikot freiwillig. Also, wenn er es übernimmt, Roglic, weil er die Etappe morgen wieder gewinnt, geil. Aber ich glaube nicht, dass die darauf fahren, morgen zu 100% auf Etappen zu gewinnen. Ja, aber der Yates hat jetzt seine Etappe gewonnen. Ja, also ich glaube schon. Ja, dass aber Zeitboni, ich rede ja von Zeitbonis. Zu halten. Zu behalten. Ja. Genau, deswegen werden die also nicht nachfahren. Wer soll denn dann nachfahren morgen? Hm. Ich sag. Also übrigens, ich will mal kurz sagen, ich habe es heute auch ein paar Mal im Fernsehen erwähnt. Ich habe heute auf den Sieger getippt, vor 2 Tagen auf den Sieger. Du hast heute und, Wout van Aert getippt? Ja, und ich habe gesagt, wenn es nicht zu gefährlich wird, das Finale für ihn, und jetzt nicht irgendwas passiert im Vorfeld wie in den letzten Tagen mit seinen Captains, dann hat er freie Fahrt und gewinnt. Was er auch getan hat, ich habe auf Caleb getippt und ich habe getippt, dass Yates ins gelbe Trikot fährt. War jetzt ein Tag später? Ist egal. Ja, stimmt. Ist im gelben Trikot. Ja, bis jetzt mein einziger 100% richtiger Tipp war Roglic tatsächlich. Okay, meiner war Caleb. Aber am ersten Tag war ich knapp daneben, da habe ich auf Pedersen getippt. Ich glaube, Trek hat tatsächlich so die beiden besten Anfahrer, eben mit Toins und Stuyven, aber auch nur in der Kombination. Also wenn jetzt Pedersen mit anfährt und Toins oder Stuyven sprintet, funktioniert das Ganze nicht so gut. Also ich glaube, die beiden Belgier als Anfahrkombo ist so ziemlich das Stärkste zumindest, was du hast. Die letzten Tage war auch Sunweb natürlich perfekt, was das Lead-Out anging, oder fast perfekt in einem Tag, heute perfekt. Die haben natürlich auch noch mehr Fahrer einfach, aber also die beiden letzten Fahrer gibt es, glaube ich, keine stärkere Kombo gerade als Toins und Stuyven. Und dann ist eben Pedersen nicht nur ein starker Eintagesfahrer oder Klassikerfahrer, sondern der hat auch eine echt gute Sprintbilanz und einfach auch die Power, dann bei so einem, nach so einem richtig schnellen Leadout so einen Sprint zu gewinnen. Und I disagree. Disagree? Warum? Also ich glaube nicht, dass es die beste Kombi ist. Ich würde da jetzt einfach mal Roger Kluge und Jasper de Bois noch reinwerfen. Wenn du heute auch wieder gesehen hast, so auch vor 2 Tagen, mit welcher Ruhe die durchs Feld fahren und dass Caleb eigentlich immer da ist, wo er sein muss. Und heute war es auch, er hat einfach nicht die Beine gehabt. Also Moment mal kurz, als der gewonnen hat, der Caleb Ewan, da konnte auch aus der Position, wenn überhaupt, nur ein Caleb Ewan gewinnen, weil jeder Fahrer, der nur einen Zentimeter größer gewesen wäre, wäre nicht mehr da durchgekommen, wo er durchgefahren ist. Breiter, so, nicht größer. Und deswegen habe ich auch eigentlich gegen Ewan getippt, weil er eben mit Degenkolb und auch davor noch Gilbert schon 2 Fahrer aus seinem Zug verloren hat. Klar, Roger zähle ich da auch zu den besten Anfahrern der Welt, eben weil er immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Aber es ist auch oft so, dass Caleb Ewan dann nicht mehr dabei ist. So, den verliert Roger vielleicht manchmal einfach so, ups, wusste er jetzt schon wieder hin. So, ja, der ist halt unter dem Arm durchgefahren, der ist halt so klein. Roger sitzt ja so hoch auf seinem Rad, der guckt ja über alle rüber. Und Caleb verschwindet halt unter allen, da kann man den schon mal verlieren. Ja, aber so, die fahren den Sprint ja auch anders an. Also der ist ja mittlerweile auch eben der De Bois, der letzte Anfahrer. Aber die setzen einfach auch oft den Caleb Ewan in der Position ab auf den letzten 1000 Metern und sind nicht mehr die Letzten, die bis eben 200 Meter vor Ziel fahren. Und das macht Trek und eben Sunweb auch anders. Und dann sind eben das auch andere Sprinter, die das dann zu Ende fahren können. Jetzt Case Bohl, dreimal ganz vorne mit dabei gewesen.
in letzter Zeit, aber ja, nach dem Etappensieg auch in Polen hat das jetzt der zweite Platz von Petersen, hat es ja dann auch bestätigt. Irgendwie war der für mich an dem Tag so ein bisschen der Favorit mit schon. Und ja, dann bei den anderen Sprints hast du halt einfach gesehen, dass da gar nicht mehr so die Züge so dominant sein können, je nachdem, wie die Anfahrt ist. Ne? Man hatte den einen Tag halt, da ging es nur geradeaus. Da geht es halt nur ums Timing, dass du da noch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt einen hast, der nochmal fahren kann. Da war Max Walscheid zum Beispiel auch ein deutscher Fahrer, der noch einen richtig guten Leadout gefahren ist. Aber wenn du ein bisschen mehr technische Anfahrt hast, so wie heute zum Beispiel, wo dann Sunweb auch, glaube ich, mit 6 Leuten noch in den letzten Kilometer gegangen ist oder kurz davor noch mit 6 Leuten war, die sind ja auch wirklich bis 200 Meter vor Ziel das Ding dann angefahren. Kurz, einer nach dem anderen. Zwischenfrage, wo wir jetzt schon die ganze Zeit über Sunweb und ihren Leadout sprechen. Haut Michael Matthews da jetzt unter anderem ab, weil die ihn nicht mitgenommen haben? Ja. Hat er selbst im Interview jetzt auch bestätigt. Ne? Ja, im Interview bestätigt. Ja, also ist auch krass, ne? Ich meine, das ist ja auch nochmal eigentlich für ihn eine gute Chance, aufs grüne Trikot zu fahren. Kommt auch nicht so oft vor, dass ein Fahrer relativ offen seinen Vertrag beendet, wenn er noch über ein Jahr läuft, ne? Ja, aber ich denke, das war im beidseitigen Einvernehmen. Also die werden halt diskutiert haben, ich meine, die holen Romain Bardet rein, der wird eh schon, glaube ich, relativ viele Probleme machen da im Team. Ich weiß nicht, ob der da so gut reinpasst. Und dann werden die auf Gesamtwertung fahren nächstes Jahr oder versuchen, auf Gesamtwertung zu fahren. Und dann ist ja noch weniger Platz für ihn. Und wir wissen ja, wie konsequent dieses Team einfach arbeitet. Und es zeigt allein die Tatsache, dass sie die Käsebowle mitnehmen und Matthews zu Hause lassen. Was natürlich bis jetzt, muss man sagen, ist der Käsebowle halt auch gut gefahren. Aber so Matthews hätte halt hier echt realistische Chancen, dieses grüne Trikot zu gewinnen. Mhm. Zum zweiten Mal für das Team dann auch. Und das ist halt so ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, Mitchell und Scott wird sich gefreut haben. Einfach, dass Casebowl der beste Sprinter bei Sunweb ist und sie sich mit ihm. Ja, rein Sprinter, ja, klar, definitiv. Die Chancen ausgerechnet haben, ja. Was Etappensieger angeht, ne? Ja, genau. Aber jetzt und halt. Gut, jetzt, nach den ersten Etappen haben wir gesehen, Sagan ist nicht mehr so überragend wie die letzten Jahre. Das wusstest du vorher auch nicht. Also eigentlich bist du auch vor der Tour jeder davon ausgegangen, dass Sagan so im Vorbeigehen nochmal das 9., 10. grüne Trikot mitnimmt, nicht? Also ich finde jetzt die ganzen Rennen, die er im Vorfeld gefahren ist, waren für mich nicht überzeugend. Und Matthews war bei jedem. Er ist ein Remo zum Beispiel. Naja. Du darfst halt. Ja, ich meine, wir reden halt immer. Ja, gut. Also, er fährt ja nie schlecht, aber was ich jetzt halt meine ist, es ist nicht der Sagan Magic, wie es sonst halt ist. Also ich meine, der ist halt immer noch gut und immer noch Weltklasse, aber wir reden ja von einem Ausnahmetalent und was er die letzten Jahre gemacht hat, sah anders aus und da war jetzt für mich im Vorfeld nicht überzeugend, dass ich sagen würde, ja, hundertprozentig holt er das Ding da. Ich glaube auch, dass jetzt Sam Bennett für den eine ernsthafte Konkurrenz sein wird über die Tour. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Sam da auch auf Fluchtgruppen zum Teil gehen wird, wenn diese ganze Sache mit Alaphilippe nicht auf Gesamtwertung fahren, wenn das der Fall ist, wird er, glaube ich, die Freiheit bekommen und da wird es, glaube ich, schon schwer für Peter. Also zumindest nicht so einfach, sich das grüne Trikot zu holen. Und Matthews, der war bei allen Rennen, die er jetzt gefahren ist, war der gut unterwegs. Hm. Also wirklich bei jedem Rennen. Von daher, Ich meine, keine Ahnung, Sagan wird bei Mailand-Turin und Mailand-Sanremo Vierter. Bei Mailand-Turin, kann ich mich noch erinnern, hat er den Sprint auch relativ früh angesetzt, wäre sonst auch der schnellste gewesen. Der hatte meiner Meinung nach auch an der Etappe, wo Ewan gewinnt, eben den stärksten Antritt. Der ist halt auch bei Gegenwind deutlich zu früh losgefahren. Wäre jetzt auch mein Siegtipp für heute eigentlich gewesen, aber empfehlen halt auch irgendwie so ein paar Prozent. Der sieht ziemlich schwer aus, finde ich. Was denn jetzt so an den Bergen eben jetzt die Etappe, wo er dann schon in der Spitzengruppe war, kam er relativ früh zurück. Das war schon überraschend, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte er eigentlich Top-Ergebnisse bei den Sprints und war, ja gut, dann beim einzigen Etappenrennen, was noch dazwischen war, jetzt bei der Dauphiné halt nicht groß in Szene gesetzt, aber ich hätte schon gedacht, dass er das Trikot eigentlich gut wieder.
easy. Mit das ist halt immer so ein Jammern auf so eine Aussage, ja. Entschuldigung, so eine Aussage auf so einem hohen Niveau, ne? Das ist so, wenn ich jetzt sage, Alaphilippe hat für mich jetzt noch nicht, Alaphilippe hat für mich jetzt nicht die Magie wie im letzten Jahr. Und das würde ich schon sagen, kann man, ja, nee, warum? Im letzten Jahr hat er so ein Ding, was Roglic gestern gewinnt, da, ganz ehrlich, man, da tritt er halt an und da kommt dann keiner mehr hinterher. Das hat er dieses Jahr jetzt nicht und auch, klar, Sanremo war da stark, der konnte nur Wort von Art mitfahren, aber es war nicht dieses, diese Magie, wisst ihr, wie ich meine, ne? Also das ist halt dieses Überlegende, dieses krass Überlegende ist nicht da und es ist halt alles ein bisschen offener. Ja, diese Magie und, hat Wout van Aert jetzt gerade. Und genau, ich glaube, da halt sind wir uns auch einig darüber, dass wenn der auf grünes Trikot fahren würde, dass er es safe holen würde. Ja, klar, ja. Mann. Also, so wie der Berg hochfährt, der gibt es grüne Punkte, gibt es Berg am Berg, gibt es da auch Punkte fürs Sprint-Trikot? Keine Ahnung. Dann, bei Bergankunft der nicht, glaube ich. Aber der egal, wird sich ja sogar bei der Bergankunft Punkte holen. Der wird es auf jeden Fall gewinnen. Fährt. Ja, der ist ja unglaublich, der Typ, ey. Was er da gestern schwer gemacht hat, Mann. 6 Kilometer Berg hoch und Kwiatkowski. Ja, vor allen Dingen, habt ihr Kwiatkowski gesehen? Ja, Mann, die haben hinten die Arme auf und zu gemacht, Mann. Die waren so froh, als er rausgegangen ist. Das hast du richtig gesehen, die Erleichterung bei Ineos. Also, das war so krass, Mann. Und dann geht und der Kuss. Wiegt halt irgendwie 76 Kilo, ja. Und dann Kuss, der hat bis zum Ziel nicht einmal geatmet. Also zumindest nicht durch den Mund. Ineos hat echt nicht gut ausgesehen da gestern. Das und Team dann ist so krass. Hat Roglic auch weitergemacht mit dem Nicht-Atmen. Ja. Also die, das war schon krass. Ich hatte ja vor der Tour irgendwie gedacht, ja, jetzt mit dem Sturz vielleicht hat Roglic zu früh die Topform erreicht oder so, aber ich glaube, das wird ziemlich öde, was den Gesamtsieg der Tour angeht und auch die restlichen Bergankünfte. Ja, es kann höchstens, ich hoffe ja so ein bisschen, dass er in der dritten Woche Probleme kriegt. Das ist dann halt so der Klassiker. Ich glaube, ja, er fängt in der dritten Woche vielleicht an zu atmen. Ja, das kann sein. Bis jetzt hat er das nämlich noch nicht gemacht. Also bei allen Rennen, die wir vorher gesehen haben, nicht und jetzt während dieser Tour eben auch noch nicht. Das ist schon krass, ja. Und ja, ich habe mir aufgeschrieben hier, der heißt gar nicht Wout van Aert, sondern Wow van Aert. Wow. Okay, gut. Ja, also heute nach dem Sprint war schon krass beeindruckend. Ne? Der muss ja noch mal dann um den Anfahrer von Kees Bol rumfahren und er fährt trotzdem auf den 150 Meter dann noch deutlich dran vorbei. Ja, und du musst, ich habe durch den letzten krass, Kilometer aus der Kameraperspektive. Im Feld hat, ne? Ich meine, du fährst, Sunweb fährt den Sprint halt überragend an und ich glaube so, ja, vielleicht 800 Meter vor Ziel ungefähr, ist eben Sagan bei Kees Bol am Rad und dann kommt Wout van Aert und Sagan lässt ihn einfach so durch und das ist schon krass, ne? Also das zeigt so ein bisschen, dass eben Sagan nicht ganz da ist, so da vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen fehlt, dann zu sagen, nee, also ich mache das jetzt hier und sich dann lieber so an den also stärker wirkenden van Aert erstmal dann reinhängt bei so einem Sprint und ja, die Meter fehlen dann halt auch am Ende und Wout van Aert gewinnt das Ding halt überragend. Ja, aber was, das stimmt, aber gleichzeitig, wenn du nur auf ihn schaust, letzten Kilometer, wie er die Position gut macht. Ja, also andere, so gerade mal als die Führungswechsel waren bei den Sunweb-Anfahrern, ging immer so ein Ruck durchs Feld und alle haben da immer so ein kleines Loch bekommen. Wout war der Einzige, der bei diesen neuen Ansätzen, diese Rücken, kein Loch bekommen hat, sondern eher noch was gut gemacht hat immer wieder. Also der hatte so eine, der war so viel stärker als der Rest, dass er einfach easy im Wind dann auch die Position da leicht gut gemacht hat. Das war so krass. Ist ja auch zum Beispiel was Sam. Sam war ja der Schnellste von der Endgeschwindigkeit, aber der hat es halt einfach sowas von dermaßen verkackt mit dem Timing und hat sich auch so nach hinten eindrängen lassen, einbauen lassen und dann vor allen Dingen dieses Loch zu Sagan aufgemacht, was sicherlich geil ist als Sprinterloch, aber halt einfach viel zu weit noch weg war dann von Wout, seinem Hinterrad. Weil die Geschwindigkeit von Sam war gut, muss man sagen, da hoch. Ja, aber ich muss auch sagen, ich fand die Ankunft jetzt für so einen Sprint auch nicht so optimal. Die war schon ziemlich eng so, ne? Mhm. Und ziemlich kurvenreich. Aber ging halt auch nach oben, ne? So 1-2%, also war jetzt nicht flach. Ja gut, aber trotzdem, ich meine, da hast du ja auch teilweise gar keinen Platz mehr vorzufahren. Wobei jetzt an dem Sieger hätte es, glaube ich, nichts geändert heute. Naja, ich bin mal gespannt. Nach eigener Aussage war es ja jetzt so der letzte Etappensieg, den er geholt hat oder den er so holen durfte, so richtig mit Freiheit. Vielleicht gewinnt er jetzt aus Versehen noch eine, so wie morgen.
Aber es sind auf jeden Fall mehr, werden voll auf Gesamtsieg gehen. Ne? Mehr Etappen, die im Sprint enden könnten, als man vorher dachte irgendwie. Es hieß immer die ganze Zeit, es wären nur zwei Sprintetappen. Das ist eigentlich Quatsch. Da sind schon noch mehr Etappen, die auf einen Massensprint hinauslaufen. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass dadurch, dass das Wetter so beschissen war und diese Fahrweise an diesen, so gestern zum Beispiel, so hart war, dass die einen aber so wie heute gar keinen Bock haben. Mhm. Es hätte heute auch eine andere Richtung gehen können. Wenn alle Bock haben, ja, gibt es nur Springerei. Und dann, ich meine, wie am Anfang, als Kasper Askren und Thomas de Gendt zusammen in der Gruppe waren, da dachte ich kurz, oh geil, das wird ein geiler Tag, wenn die das durchziehen. Weil da muss hinten im Feld schon mal ein paar Lokomotiven einspannen, um die zurückzuholen. Aber ja gut, das war nur kurze Spielerei und dann haben wir eine RTF gesehen. Aber sonst fand ich bisher die Tour, ja, so wie halt so eine erste Woche ist, ne, nur mit Bergen. Also nicht spannender als sonst, oder? Ja, aber ist erstmal so ein bisschen abtasten. Genau. Wie immer. Kann noch keine Rückschlüsse jetzt großartig ziehen, finde ich. Ich finde auch, weil du vorhin gesagt hast, Stoffi, das Ding mit Roglic, also wenn nichts passiert, eigentlich irgendwie schon so ein bisschen durch ist, also im Ansatz kam so rüber. Ich tue mich irgendwie schwer, so Leute abzuschreiben, gerade weil halt wenig Renntage, die Tour zum anderen Zeitpunkt im Jahr und irgendwie, ich finde das so schwer einzuschätzen, außer dass wir alle wissen, dass Roglic überragend ist und Jumbo, Visma, und dass Pogacar sicherlich auch gut unterwegs ist, aber der Rest finde ich gerade so vage, dass ich gar nicht wüsste, wer. Also die Top Ten werden spannender als der Sieger, finde ich. Ja, ja, und auch zweiter und dritter Platz, ne? Ich finde, das ist so offen. Wir hätten jetzt vollerum verhältnis, ich hätte echt, wie ich ja getippt habe, Bernal, Roglic und dann Buchmann. Jetzt gerade, ob Emu das wirklich so macht, da muss er, glaube ich, noch ein paar Schritte zulegen. Oder, ja. Und dann ja, oder Bernal auch. Wieder auf sein Niveau von der Dauphiné kommen, ne? Ja, ja, der hat auf jeden Fall gestern. Ich glaube, der hat sich nicht richtig aufs Ei gelegt, ja, der Dauphiné. Und von den ganzen Top-Favoriten, die jetzt vorher gesagt haben, ja, mein Rücken tut weh und hier, ich bin gestürzt, hatte Buchmann doch wahrscheinlich die schwierigsten oder schwerwiegendsten Verletzungen. Aber den sehe ich eigentlich auch jetzt über die Zeit besser werden. Denke ich auch. Vor allem sind ja auch in der letzten Woche kommen dann nochmal diese zwei Ort-Kategorie-Bergankünfte, wo es ja auch nochmal viel... Dass du das denkst, Basti, das glaube ich. Du hast ihn ja auch tatsächlich als Sieger gesehen. Viel stärker... Wie viel Geld hast du eigentlich gesetzt? Ich habe, ach so, auf Buchmann habe ich tatsächlich 10 Euro gesetzt. Wie viel gibt es dann? 260. Mehr nicht? Nee. Sonst habe ich auch nichts getippt. Das war einfach nur so ein Zehner aus Dings raus. Aber ich denke halt, dass Buchmann auch, ich meine, klar hat er gestern auf jeden Fall nicht seinen besten Tag gehabt da und wie viel das noch in seinem Rücken liegt, weiß man nicht, aber war halt auch so ein super schneller Berg, ne? Da machst du halt mit, glaube ich, gestern mit Gewicht auch nicht viel gemacht und damit muss er halt arbeiten. Ich glaube, das haben wir auch von Dan gehört, als wir ihn hier als Gast hatten, dass die trainieren ja unheimlich viel Ausdauer und Aerob und eher ganz wenig Punch und hochintensive Geschichten. Und er ist super leicht und wenn er was macht, dann macht er was an einem steilen langen Berg und die kommen halt erst so Richtung letzter Woche. Aber wen ich halt auch interessant finde, ist Guillaume Martin. Ja, was total. Der war ja gestern wirklich der Einzige, der überhaupt in der Lage war, immer zu attackieren. Und vor allem hat er es ja zweimal probiert und zieht noch an Alaphilippe vorbei für den dritten Platz. Das fand ich schon ziemlich krass. Das hätte ich nicht erwartet von ihm. Ja. Und dem traue ich, würde ich auch Podiumsnähe zutrauen, weil der wird ja auch eher besser in den ganz langen und schweren Bergen. Ne? Ich glaube, der wird der beste Franzose. Wollte ich gerade sagen. Alle reden immer über Thibaut Pinot, aber Guillaume Martin ist auf jeden Fall, wenn da nichts passiert, der im Gesamtklassement am weitesten vorne sein wird von den Franzosen. Pinot ist für mich dieses Jahr auf jeden Fall overrated. Ja. Also, ja, der ist auch mehr am Arztauto als am Radfahren. Ist, ne? Was er halt richtig gut macht, ist das mit den Ziegen. Ja, das kann er. So, er hat auf jeden Fall mal so ein bisschen das Internet verstanden für Propaganda und macht da richtig gute Posts auf Twitter und Instagram. Also bitte mal anschauen, Thibaut Pinot und seine Ziegen. Ich folge ihm jetzt mal. Hat der geil mal direkt das zweite Bild, wo eine Ziege auf seinem Kopf, auf seiner auf Schulter hängt. Kopf sitzt. Ja, wie geil ist denn das, Mann? Das ist echt geiles Bild, ey.
Ja, also, ne? Man, direkt, wieso, kommt der Radsport, wie er nun mal ist, ne? Er versteht das Internet genau. So wie die Überleitung zu Team Ineos, die jetzt am Zahn der Zeit. Die küssen sich, Mann. Die Ziege und er küssen sich. Genau. Ist das erlaubt? Tierliebe. Ist das erlaubt? Sodomie. Ja. Gute Frage. Also. Und die andere Ziege steht auf seinem Rücken. Was ist denn da los? Ist der Ziegenflüsterer? Radsport am Zahn der Zeit. Man arbeitet mit Hashtags wie Fuck you Greta und macht für einen Jeep Werbung. Ja, genau. Was haltet ihr von der Taktik? Ey, ich hasse diesen Namen, Mann. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum? Wie dieses Auto jetzt verkauft wird. Also ist das wirklich so ein, also das ist ja nicht so ein, ich habe nur den Spruch irgendwie im Kopf, Build for Purpose oder On Purpose. Ja. Nee, also Build for Purpose. Auch so ein, oder? Ist ja eher, also ich verstehe das eher so, dass es jetzt das ultimative Nutzfahrzeug ist, um halt irgendwie durch die Wüste zu fahren oder halt sonst irgendwelche Sachen damit zu machen. Durch die Wüste, genau, und, ja. Weil das, was auch sehr viele Leute machen müssen. Ja, eben, also ich glaube eben nicht, dass das so ein Massenfahrzeug werden soll, das jetzt durch die Innenstädte fährt und von reichen Leuten kutschiert wird, sondern eben, dass es so ein Outdoor-Fahrzeug ist, du, was ich halt denke, auch die meisten, für irgendwelche Sachen gebraucht die meisten wird. Land Rovers werden in der Stadt von irgendwelchen reichen Leuten gefahren, die halt gerne so ein Wüstenfahrzeug haben, weil sie es irgendwie geil finden. Also ich weiß nicht, ob man so viele Defender jetzt durch die Straßen sehen sieht, wie irgendwie ein Porsche Cayenne oder sowas. Ja, das hat ja nichts Alter, miteinander auf jeden Fall zu tun. In Berlin weißt du, wie viele Defenders hier rumfahren. Das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, aber es gibt auf jeden Fall. Staufe der Prenzlberg heißt ja nicht umsonst Berg. Ja. Die Frage ist ja, fahren mehr Defender durch Köln oder Berlin als durch die Wüste? Da sage ich das ja. Auf jeden Fall. Ja, nee, definitiv. Nee. Ey, doch würde ich auch sagen. Ey. Hier, 4x4 build on one. No, 4x4 ja, auf jeden Fall, one purpose. Auf jeden Fall finde ich es relativ schrottig, da im einen Jahr noch die Wale aufs Trikot zu drucken und im nächsten Jahr jetzt ein Jeep für einen Jeep Werbung zu machen. Naja, gut. Paul hatte auch mal einen Defender. Nee, ich hatte keinen Defender. Ich hatte einen Range Rover Classic Vogue. SE. Bis er mir geklaut wurde. Ey, die Autos kosten mittlerweile 20.000 Euro. Und mir haben, irgendeiner hat mir es halt geklaut, ey. Ich könnte so kotzen, Mann. Wie oft die schon Sachen geklaut worden sind. Ey, Mann, ich habe noch nie eine gute Investition gemacht, aber die 3.000 Euro für das Auto damals waren auf jeden Fall gut investiert. 3.000 Euro, ja, okay, das klingt echt gut. Ja. Nächstes Thema. Ja. Gelbes Trikot. Nee, wo wir gerade bei Autos sind. Okay. Ach so, willst du jetzt wieder weiter über die Tour reden? Ist eigentlich ein allgemeines Thema, weil du kannst dich ja bestimmt noch erinnern, dass Onze früher nicht ihre gelben Trikots in der Tour fahren durfte. Jumbo darf es jetzt aber. Was haltet ihr davon? Mercatone Uno auch nicht. Ja. Ja, aber ich habe mich gefragt, ob sie das tatsächlich nicht durften oder ob sie es für die Tour dann anders gemacht haben. Das wurde nie so richtig kommuniziert. Aber jetzt muss ich überlegen, in welcher Sprache sie das erzählt haben bei Eurosport. Mercatone Uno zum Beispiel hat immer extra für die Tour die Trikotfarbe geändert. Das war im englischen Eurosport. Ja? Ja? Habe ich auch gehört. Nämlich extra in rosa gefahren. Zum Beispiel. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass es da eine Regel gibt, die sagt, du darfst nicht in gelb fahren. Okay. Ja doch, ich glaube, es gab die Regel mal, dass du nicht eine Farbe haben kannst wie das Wertungstrikot, irgendwie sowas. Aber es kann sein, dass die schon veraltet ist und das mal echt eine Weile her ist. Weil ich weiß von früher, jetzt Mitte 2000 oder Anfang so 2010er Jahre, dass es irgendwie schon bei einigen Teams der Fall war, dass die Trikots geändert mussten für die Tour, weil die Farbe hatten von dem gelben Trikot. Ist mir die Tage auch aufgefallen, so, dass da relativ viel Gelb drin ist und du jetzt in Alaphilippe gar nicht so. Du hast da noch Higuita drin, der auch komplett gelb ist. Mit kolumbianischer Meister. Ja, gut, das wird natürlich schwierig, so ein Trikot zu verbieten, ne? Ja. Ja, gut, ich meine, ist jetzt eh nicht so, ne? Also, es sind jetzt halt einfach 10 gelbe Fahrer gerade. Ja, dachte ich nur irgendwie drüber nach, auch von Anfang an. Heute habe ich es noch irgendwo gelesen. Dann wollte ich das mal angesprochen haben, aber dann sind wir uns zumindest einig. Aber ist jetzt auch irgendwie egal.
Die Tour hat auf den ersten Etappen angefangen, endlich unseren Vorschlag umzusetzen und Sprints von oben zu zeigen in live. Relativ geil. Heute leider wieder nicht. Also bei der ersten Etappe haben sie es ganz anders gemacht. Da haben sie, was ich am wenigsten mag bei Sprintankünften, wenn sie Stürze zeigen, ah, ja, während der Sprint läuft. Ja, ja, ja. Also da bin ich kurz ausgerastet, als dann 1 Kilometer vor Ziel immer noch die Sturzopfer von dem Crash da 3 Kilometer unter der war halt nur, weil es Thibaut Pinot ist und alle den lieben wegen seinem Ziegenmarketing. Das kann natürlich sein. Ja, aber danach, also den Sprint konnte man ja echt dann auch im Nachhinein, habe ich mir noch 100 Mal angeguckt, eben von oben, aber dann bei den letzten Etappen war es wieder so, so ein paar 100 Meter haben immer gefehlt. Also die haben mir gefehlt zumindest. Den meisten Leuten reicht es wahrscheinlich, aber ich würde am liebsten so die letzten 2 Kilometer immer nochmal von oben zumindest sehen. Den letzten Kilometer. Das müsste so ein Feature sein einfach auch. So, dass so. Ja, aber ich meine, es war jetzt. Autorennen konntest du ja auch mal eine Zeit lang aus 8 verschiedenen Perspektiven gucken oder so. Ja. Kennst du das? Wisst ihr das noch? So, ja, das klar. Glaube ich, so späte 90er, wo du das machen konntest, da hatten doch die Leute teilweise echt irgendwie 4, 5 Fernseher im Wohnzimmer stehen, damit sie alle Perspektiven von dem Autorennen sehen konnten. Das fände ich super für so einen Sprint. So ein paar Onboard-Bilder von oben, von der Seite, von vorne braucht eigentlich keiner. Oder? Nee, von vorne braucht echt keiner. Das verzerrt immer so, du denkst, einer gewinnt oder einer kommt noch und dann siehst du Bilder von oben und dann waren irgendwie 3 Radlängen dazwischen oder sowas. Ja, aber das war doch jetzt wirklich so das erste Mal, dass es mir bewusst aufgefallen ist, dass es wirklich der Live-Sprint von oben kam. Hatte ich vorher sonst noch nicht gesehen. Also ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja, die Frage ist halt, ob die das extra gemacht haben. Oder weil die Kamera nicht funktioniert hat. Ob die Kamera von vorne gerade kein gutes Bild liefern konnte. Ja. Ja, die werden ja auch also Feedback von mir zu sowas aus können kriegen. Sie den Sprint erstmal von vorne zeigen, aber ich will den zur Analyse halt immer noch danach mal in voller Länge gerne von oben haben. Ja, nee, genau, weil wir jetzt auch gerade bei Trikots waren. Ey, und ich bin ja richtig mit Überleitung und so, weißt du, und neue Trikots und sowas. Ich finde einen geilen Wechsel. Annemiek van Vleuten geht von Mitchelton Scott zu Movistar. Frauenteam. Das ist die teuerste Radsportlerin. Also, ich finde das ein mega geiler Move. Das ist im Frauenradsport ein großer Transfer. Also da muss Movistar, glaube ich, auch ganz gut in die Tasche gegriffen haben mit ihrem Frauenteam. Ist es unter einem Dach? Ist es eine Gesellschaft? Ja, das ist, der ist der Sohn von dem und Zube macht das. Und ja, der hat, glaube ich, ja. Der hat schon mal das Ziel gehabt, irgendwie das beste Frauenteam der Welt zu haben und jetzt arbeitet er da ganz gut. Hat er jetzt auf jeden Fall mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das Interessante ist, ich glaube, die hatte kein Angebot von irgendeinem holländischen Team, ne? Das hat mich ein bisschen gewundert. Es gab doch die Gerüchte, oder es gab ja auch die Meldung, dass Jumbo-Visma ein Frauenteam machen. Ja, ist ja. Ja, machen sie auch. So. Marianne Voss geht ja dahin. Ja, aber die wollten ja beide. Ja, aber sie hat nie ein Angebot gehabt. Sie hat anscheinend nie ein Angebot gehabt, gab es eine Mitteilung. Aber ich habe das Rennen geguckt, wo wir gerade schon dabei sind. Lacourse. Da hätten wir vielleicht auch mit anfangen können. Ja. So viel zum Thema. Also ich habe ja ein anderes Frauenthema vor Annemiek noch aufgeschrieben gehabt, nämlich dass Lissy back ist und wieder gewinnt seit Plouay. Plouay hat sie auch schon gewonnen, ein Tagesrennen, und jetzt hat sie Lacourse gewonnen. Und das fand ich ganz geil, weil ich weiß nicht, wer es weiß, wer es nicht weiß, wer Frauenradsport verfolgt. Lissy, als sie noch Armistead hieß, war schon mal ein ganz großer Star und hat unheimlich viel gewonnen im Frauenradsport. Hat dann Philipp Deignan geheiratet, die haben ein Kind gekriegt. Sie war natürlich ein Jahr raus und kam zurück. Und ich meine, mit sowas habe ich jetzt nicht viel Erfahrung, wie sich dann so eine Karriere entwickelt, wenn man ein Kind gekriegt hat, aber sie ist auf jeden Fall zurück und sie ist, glaube ich, in England ein Riesenstar und auch endlich mal so eine Frau, die auch so vermarktet und verkauft wird, dass irgendwie Nachwuchsradsportlerinnen ein Idol in ihr haben und so weiter, und jetzt ist sie da scheinbar wieder auf dem höchsten Niveau zurück, und ich finde es super cool. Und sie, ich weiß nicht, sie
bleibt, glaube ich, bei Trek. Da hat man auf jeden Fall noch keine Wechselgerüchte gehört, oder, Paul? Sie wollte eigentlich aufhören nach dieser Saison. Das war an mal, ich glaube, das hing dann an Olympia, wo sie sich ganz ihrer Tochter widmen wollte. Aber ja, ich denke mal, das hat sie jetzt dann noch verschoben. Und die ist ja auch so ein krasses Phänomen. Ne? Es ist halt, die ist halt so der Peter Sagan nicht, aber weil das ist ja Marianne Voss, aber die ist halt einfach eine krasse Sportlerin und ich freue mich auch, dass sie wieder zurück ist, weil die halt so die erste weibliche Radsportlerin war, die auch, wo halt irgendwie Firmen auch mal auf den Zug aufgesprungen sind und gesehen haben, okay, ja, mit dem Frauenradsport sollten wir vielleicht mal was machen. Marianne Voss hat man ja auch schon vorher gehabt, aber die hat man ja selten oder nie versucht, so richtig zu vermarkten und auch Annemiek van Vleuten und sowas, aber mit Alissi Deignan hat das dann zum ersten Mal richtig angefangen und seitdem bewegt sich der Frauenradsport eigentlich auch ganz gut nach vorne. Ich hoffe mal, dass sie noch weitermacht, weil ich glaube, das tut dem Sport ganz gut, definitiv, so eine Persönlichkeit da drin zu haben. Ich habe mir dann heute auch mal die Weltrangliste angeguckt, was die Frauen angeht, wo natürlich Annemiek vorne liegt. Marianne Voss ist zweite und Marta Bastianelli ist dritte. Liane Lippert verteidigt da nämlich Wacker die Nachwuchswertung. Die ist insgesamt auf Platz 15, aber erste in der, ich denke mal, da ist es dann auch die U23. Aber habt ihr das Rennen geguckt? Ja. Nee. Hast nicht geguckt? Aber ich muss mal, also Annemiek van Vleuten, die gewinnt ja Wendy-Radrennen auch nur, weil sie mit Abstand die Stärkste ist, ne? Aber jetzt ja, nur wenn sie, genau, nur wenn sie so stark ist, dass sie alleine wegfährt, genau. Die ist wie Remco, die weiß nicht, wie es ist, im Feld zu fahren, die fährt halt immer vorne weg. Die hat sich das hat sie da auch versucht und ich dachte so, okay, wann kommt jetzt der Führungswechsel? Aber der ging dann halt, das ging dann einfach noch 10 Kilometer so weiter. Sie ist einfach von vorne gefahren. Hat. So, ja. Hat überhaupt keine Anstalten gemacht, mal sich kurz auszuruhen, jemand anderes vorzulassen und alle anderen hinten dran fanden es halt die gut. Die waren froh, dass sie dabei waren. Ja. Bist du über den Berg rübergefahren, sind ja gut. Und dann im Ende, im Sprint ist sie dann nicht die stärkste oder schnellste. Und ist dann, weiß ich gar nicht, wie viel sie letztendlich geworden ist. Aber das fand ich schon, die Taktik, die musste, also die, ja, aber die hat mich jetzt hast schon sehr du überrascht. Hast du mal ein paar, die Rennen jetzt nach dem Lockdown geschaut von ihr, so Strahl Bianche, da ist die ja einfach zwei Gruppen aufgefahren. Ja, ja, nee, die fährt halt einfach, fährt hin, die erwartet gar nicht, dass irgendjemand mit durch die Führung geht, sondern die fährt halt einfach, die fallen alle ab, dann fährt sie zur nächsten Gruppe, da fallen die wieder ab und dann gewinnt sie halt. Die ist einfach so, so stark, also da würde mich auch mal die Wattwerte ernsthaft interessieren. Die ist doch auch, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob letztes Jahr. Giro Berg hat sie noch. Ist sie bei Strava in seinen Top 10, ne? Ja. Genau, und auch bei der Zeitfahr-WM wäre sie, glaube ich, ja irgendwie auch Top 10 gefahren, ne? Krass. Irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber... Wir haben gerade vom Redakteur was bekommen. Wir haben auf jeden Fall heute eine Zusage bekommen für einen Gast in Zukunft. Noch keinen Termin gemacht, aber aus den Top 10 hier, aus den Frauen, aus der Frauenweltrangliste. Freue ich mich. Ist deutschsprachig, also. Jetzt können wir mal raten. Genau, bleiben wir doch, du hast eben schon Giro erwähnt. Baby Giro ist gerade. Und wie wir das letztens schon so ein bisschen angeschnitten haben, ich habe das Thema hier aufgebracht und er hat sich direkt gezeigt. Einmal bei der Europameisterschaft im Elite-Rennen. Hat er 2 Kilometer vor Ziel voll attackiert, kam aber dann nicht weg. Und jetzt scheint er gerade den Baby-Giro zu gewinnen. Ihr könnt vielleicht nochmal erklären, was das genau ist. Tom Pidcock. Er exponiert sich da jetzt doch ganz gut und ich hoffe, dass er nächstes oder wenigstens spätestens übernächstes Jahr endlich auf die Straße in den Elite-Bereich kommt. Ja gut, dass er gerade noch bei den Amateuren fährt, das hat er sich ja so ausgesucht, ne? Also der hätte schon die Möglichkeit gehabt, in die Vuelta zu wechseln, hat aber gesagt, okay, ich muss das noch nicht, ich kann noch in der U23 fahren, kann die Zeit genießen, kann meine anderen Disziplinen noch fahren und wie du schon sagst, also bei der Europameisterschaft war ich schon ziemlich erstaunt, dass er da dann eben nicht in der U23 gestartet ist, sondern bei den Männern. Und da auch im Finale schon eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Also bei den großen Attacken dann von Van der Poel und wer da sonst noch am Ende vorne war,
mitgefahren ist und eben nicht nur am Hinterrad mitgefahren ist, sondern auch wirklich da das Rennen mitbestimmt hat. Ja, und hat jetzt seit gestern, glaube ich, die Führung beim Baby Giro, also dem U23 Giro d'Italia, oder ich weiß gar nicht, ob er eine Altersbeschränkung hat, also auf jeden Fall dem Giro d'Italia der Amateure, kann man sagen, hat er die Führung übernommen und denke ich mal, wird das auch nach Hause fahren. Also ja. Der ist jetzt eigentlich nur noch zum Spielen in der U23-Kategorie geblieben. Schade, dass... Und wird ja dann eventuell nächstes Jahr oder im Jahr drauf, ich weiß nicht, inwiefern da vielleicht Olympia noch eine Rolle spielt, oder ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist, also ob der jetzt schon... Ob er überhaupt noch U23 fahren darf? Ja? Ich glaube, der ist jetzt im dritten Jahr. Nee. Okay. Ich guck mal schnell. Pidcock Thomas Pro Cycling Stats, 30. Juli 99. Der ist jetzt erst 21 geworden. Alter Schwede, ey. Mann, ey, der kommt ja mir so vor, als wenn der schon 5 Jahre in der U23 unterwegs ist, ey. Das, also, ja, der ist halt eben. Größe und Gewicht stimmen auf jeden Fall nicht, was hier steht. 1,57 Meter und so 50 Kilo, das ist falsch. Ja, doch, ja, der ist nicht viel größer. Also, wenn der. Ja, also 1,57 Meter ist er nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, Mann. Der ist 1,70 oder sowas, ist ja schon. So klein ist der nicht. 1,57. Da haben die wahrscheinlich noch die U15-Werte hier stehen. Ich glaube, Higita ist selbst größer als 1,57. Mhm. Wir bleiben in Italien. Vom Baby Giro aus fahren wir nach Imola. Es gibt Ferrari. Endlich ist es soweit. Wahrscheinlich wird sie wieder abgesagt. Die Weltmeisterschaft 2020 wurde gestern mal wieder verkündet. Wir switchen von der Schweiz über Planche de Belleville nach Imola. Auf einen relativ harten Kurs habe ich heute gesehen. Ich dachte, es wird ein Sprintkurs, aber ist eigentlich Schwachsinn. 9 Runden für die Männer, 5 Runden für die Frauen und pro Runde einmal 1 Kilometer 8,9% und einmal 1,4 Kilometer 11%. Ist schon, ich würde ja sagen, Wout van Aert kann sich das Trikot schon mal anziehen. Ja, ich finde es krass. So irgendwie, wenn man überlegt, das ist jetzt noch, es sind 25 Tage noch ungefähr, jetzt, wenn wir aufnehmen, also knapp über 3 Wochen, wird die WM auf einem Kurs stattfinden, der ganz weit entfernt ist von dem, wo er eigentlich stattfinden sollte. Da bleibt jetzt eigentlich auch noch keine wirkliche Zeit mehr für Vorbereitung. Ich meine, jeder, der theoretisch gewinnen kann auf dem Kurs, hat sich jetzt erst heute darüber Gedanken machen können. So, oh, genau, fuck, ich kann Weltmeister werden. Michael Matthews sitzt jetzt zu Hause. Da sind viele bei der Tour jetzt auch dabei. Ne? Michael Matthews denkt sich jetzt wahrscheinlich so, ah, eigentlich ganz geil jetzt. Jetzt kann ich nochmal richtig mich dafür vorbereiten. Ja, weiß er nicht, was der jetzt gemacht hat in den letzten Tagen, wo er wusste, er fährt nächstes Jahr in einem anderen Team und keine Tour. Bei Kentucky Fried Chicken eingezogen, meinst du? Vielleicht ist ihm noch das Bier im Hals stecken geblieben, als er den Kurs gesehen hat. Man weiß es nicht. Also jetzt auch in der Tour, da sind jetzt Fahrer dabei, die sich jetzt vielleicht denken, okay, wie kann ich mich jetzt auch während der Tour noch auf die WM vorbereiten? Klar, ein Gesamtwertungsfahrer, der wird da jetzt keinen Augenmerk drauf legen, aber alle so, denkste, die sich auf dem Kurs jetzt irgendwie Chancen ausrechnen, könnten da jetzt natürlich schon schauen, okay, wie komme ich jetzt aus der Tour bestmöglich raus? Also jetzt nicht, um jetzt hier jeden Tag mit der Brechstange zu fahren, sondern eben vielleicht mit dem Augenmerk noch auf die Weltmeisterschaft eine Woche später. Ich denke jetzt an Mathieu van der Poel, wenn ich den Kurs sehe. Ich denke aber auch an, ich weiß, ihr werdet wieder lachen und wahrscheinlich macht das auch nicht, aber auch ein Vincenzo Nibali wird sich denken, das probiere ich mal. Warum sollen wir da lachen? Ja, weil ich das immer sage. Wenn irgendwas ist, sage ich immer Nibali. Ja, ich meine, Nibali war eben auch bei einer Flandern-Rundfahrt schon im Finale dabei und ja, kann schon sein. Ist nur die Frage, ob er dann in der italienischen Mannschaft tatsächlich eine Leaderrolle bekommt oder nicht. Bei dem Kurs denkt man natürlich auch direkt an den Italiener, der die Flandern-Rundfahrt schon mal gewonnen hat. Nämlich den ich immer sage bei solchen Rennen, das ist Bertiol. Dann gibt es auch noch einen Trentin. Ja, die Italiener werden auf jeden Fall wieder ein gutes Team an den Start bringen. Da war ja jetzt Peter Sagan. Auch die Diskussion. Das haben wir noch gar nicht gesagt, dass Andi sich ja so ein bisschen
kleinen Beef auf Twitter geliefert hat oder angezettelt hat. Und da war ja die Diskussion bei den Europameisterschaften, dass ja die italienische Nationalmannschaft einfach top für solche Events immer aufgestellt ist und in den letzten Jahren auch einfach viele Erfolge da gefeiert hat, Paul. Ja, nur ganz kurz, da einen Fact zu schließen, Pidcock ist 1,70 Meter. Jetzt können wir weitermachen. Sehr gut. Das war mir gerade nochmal wichtig, das mitzuteilen. Genau, Stauffi hat die Kompetenz des BDRs quasi angezweifelt, um es jetzt mal kurz zu fassen. Und der sich als letztes... Wir können es auch gerne länger ausholen. Nicht vom BDR, sondern von dem, ich habe den Nominierungsprozess angezweifelt. Oh, genau, den Nominierungsprozess, nicht die Kompetenz des BDR. Entschuldigung, das würden wir natürlich nie tun. Ja, der sich als letztes davon persönlich angegriffen hätte fühlen sollen, hat das aber getan, was man auch ein bisschen verstehen kann, zwar nicht Rüdiger Selig, der nicht für Pascal Ackermann den Sprint anfahren konnte, weil er in einen Sturz vorher verwickelt war. Gegen den ging es aber auf gar keinen Fall. Das kann man nochmal klarstellen. Kann ich, glaube ich, nochmal für Andi klarstellen. Weiß nicht, ob ich da... Kannst du mein Pressesprecher dazu sein. Alles klar. Aber ich meine, also um was ging es denn dann direkt, also abgesehen davon, dass die Nominierungskriterien nicht so richtig durchsichtig sind beim BDR. Was machen die Italiener so richtig, dass sie immer gewinnen? Ja, die haben Nominierungskriterien, die durchsichtig sind. Die haben Trainingslager zusammen, die fahren zum Teil auch Radrennen zusammen. Die haben halt einen Plan. Der Plan, der herrscht halt beim BDR nicht. Ich bin selbst ja auch 2-3 Weltmeisterschaften gefahren, weiß gerade gar nicht mehr. Und den Plan kriegst du halt als Fahrer, die weißt, kannst du dir halt denken, weil in der Regel ist immer Degel Kapitän, wenn es einigermaßen, also wenn es keine Bergwärme ist, so, dann weißt du, wo es hingeht. Und war es zumindest so. Das wird jetzt in Zukunft eben Pascal Ackermann sein. Ja, genau, das war zumindest mal so. Und dann hast du halt die Taktik gedacht, aber es gab keinen Masterplan, den du im Vorfeld mitgeteilt bekommen hast. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Problematik, was der Unterschied ist zu anderen Nationen, dass der BDR dann trotzdem zum Teil erfolgreich unterwegs ist. Liegt halt einfach daran, dass wir natürlich einfach auch gute Rennfahrer haben, die schlau sind. Also sind ja jetzt alles nicht irgendwelche Hohlbirnen, sondern auch smarte Menschen. Aber da hängt jetzt kein Masterplan, zumindest nicht offensichtlich im Vorfeld rum, den alle mitgeteilt bekommen. Zumindest war es in meinem Fall immer so. Ja, ja, das ist auch das Problem eigentlich, ne? Also, dass man die Sportler so ein bisschen auch im Dunkeln stehen lässt. Ja, teilweise sogar die mitfahren, aber dann auch die nicht mitfahren. Dass es eben keine Personalie gibt, die jetzt wie in Italien, wo es auch einen Bundestrainer gibt in dem Sinne. Es gibt halt so ein, beim BDR sind jetzt 5 Leute, die Nominierung machen. Davon ist dann auch ein sportlicher Leiter in der Person von Jens Temke, der dann auch vor Ort ist, der auch bei Bora angestellt ist, was so ein bisschen, ich glaube schon, dass er das so nach bestem Gewissen alles macht. Und ja, aber es ist auch, einfach, es ist halt einfach. Ihm telefoniert nach diesem Tweet, den ich da gemacht habe. Und da waren wir aber schon in vielen Punkten auch einer Meinung und ich sehe es einfach so, dass da schon jemand Unabhängiges besser installiert ist, der eben da das alles in die Hand nimmt. Ich meine, das ist ja halt auch ein Riesenaufwand, ne? Den man jetzt vielleicht nicht noch zusätzlich alles so gut unter einen Hut bekommt, neben einer ganz normalen Tätigkeit bei Team Bora oder bei irgendeinem anderen Team. Und ich würde mir einfach wünschen, dass eben Deutschland auch mal mit den 8 besten Fahrern für eine spezielle Strecke am Start steht, so wie es die Italiener eben auch immer hinbekommen. Und ja, dann eben auch erfolgreich oder noch erfolgreicher vielleicht sein können in Zukunft. Ja, also ich meine, du lässt es auch schon durchblicken, man kann da und man sollte da den Fahrern auch keinen Vorwurf machen und auch in dem Fall jetzt Jens Semke oder im Vorfeld dann Jan Schaffrath, weil der das davor gemacht hat, aber auch dann bei Columbia angestellt war oder bei Quickstep damals noch. Das heißt, die können sich damit halt nicht das ganze Jahr befassen und sind nur bei einigen Rennen unterwegs, wo dann in meinem Fall ich dann vielleicht unterwegs bin, da haben sie auch nicht das Auge für die Leistung, die andere Sportler liefern, wo man natürlich mit der Taktik seines eigenen Teams befasst ist. Und daher ist eigentlich so, wie Stauffi sagt, muss es eine unabhängige Person geben, die das macht und koordiniert und plant übers Jahr. Aber da wird es an Geld mangeln.
Aber ich glaube, so auf diesem Weg werden wir auf jeden Fall nie das volle Potenzial bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausschöpfen können. Also, weil wir sind in der Lage, auch Weltmeister zu sein. Ja, ich meine. Aber das funktioniert halt auch nur mit einer richtigen Struktur, weil alle anderen großen Nationen, Franzosen, Belgier, Italiener, die haben alles hauptamtliche Trainer, ne? Oder zumindest Leute, die sich das ganze Jahr drüber, also damit befassen und auch bei Rennen sind, um zu gucken, wie die einzelnen Personen performen. Und das ist halt bei uns nicht so der Fall. Und Haben halt wirklich. Du kannst halt immer nur hoffen, dass es funktioniert irgendwie. Wir haben halt wirklich starke Fahrer. Ich meine, Pascal Ackermann macht dann aus der Situation ohne Anfahrer auch noch einen dritten Platz in dem Sprint. Und ich habe eben nicht dran gedacht, aber für diese Imola-WM haben wir jetzt einen Maximilian Schachmann auch, ne? Der, glaube ich, da nicht der schlechteste Kandidat. Ja, und Ich bin mit ziemlich sicher Italiener. Das Ding kam heute raus und die wissen genau, was sie jetzt tun. Und in Deutschland sortieren wir uns jetzt erstmal. Ja, gut, aber ganz viele Nationen müssen sich jetzt erstmal. Und dann schreiben wir einen Brief, genau. Ja, es ist eine witzige Situation auf jeden Fall. Viele Fahrer, wie ich habe ein schönes Matthews-Szenario jetzt auch auf jeden Fall im Kopf. Wir sollten den Fahrer da auf jeden Fall nominieren, der das im Stile eines Finisseurs zu Ende bringen kann. Ja, à la Bonheur. Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen Prognose noch machen jetzt für die Tour, aber ich habe mich selber noch da noch nicht so richtig reingefühlt in diesen ganzen Kosmos. Ich brauche noch das Wochenende, glaube ich, bis ich dann klare Aussagen machen kann. Ja, aber ist auch viel zu schwer dieses Jahr, finde ich. Ja. Weil du hast keine richtigen Vorbereitungsrennen gehabt. Wenn der Roglic nicht wegen Sturz ausscheidet, dann wird er gewinnen. Und dahinter werden Bernal und Buchmann am Podium. Ja, aber der Roglic hat schon ein paar Mal verzockt. Ich traue dem Braten erst kurz vor Schluss. Er hat nicht verzockt in seiner Karriere. Ja, wir werden sehen. Ja, aber man wünscht sich das natürlich immer ein bisschen anders, ne? Ein bisschen spannender oder so, aber ich glaube, da ist nicht so, also zumindest mal um den Gesamtsieg. Ja, ich meine, ist ja auch so spannend. Doch, für mich ist es noch spannend, weil ich bin ja wie Basti. Ich glaube, also ganz ehrlich, bis wir nicht beim Bergzeitfahren sind am vorletzten Tag, traue ich dem Braten auch nicht, weil irgendwie, wenn das Bernal wäre, der jetzt rumfliegen würde, würde ich sagen, na gut, können wir jetzt irgendwie auch Urlaub machen die nächsten zwei Wochen, aber bei Roglic, ich weiß es nicht, man, irgendwie so, dann versucht er mir einen Telemark. Ist er doch eigentlich, von den beiden ist er doch der Konstante und eben Bernal ist so der, okay, der kann in der letzten Woche nochmal richtig kommen, aber der war jetzt nicht so der Konstante bis jetzt. Giro letztes Jahr. Ja, aber Gio letztes Jahr, oder verletzt sich beim Telemark machen auf dem Podium oder irgend sowas, weißt du? Also ich meine, wenn er sich verletzt oder so oder stürzt, dann vielleicht nicht, aber ansonsten wird es, glaube ich, ziemlich langweilig. Na, immerhin aber ist es halt ja mal Tour, immerhin ist es ja mal ein Führungswechsel und es ist nicht Team Sky Ineos, was gewinnt. Und das ist ja auch eine Zeitenwende. Jetzt ein Jahrzehnt ist diese Mannschaft vorne weggefahren und jetzt hat eine andere Mannschaft das übernommen. Ist ja auch schon mal gut. Aber auch direkt, ne? Ja, ja. Nicht so, aber Vollgas. Also, so die waren Prozess, so, sondern, die okay. waren so abgemeldet gestern, als der Kwiatkowski direkt auch Feierabend gemacht hat, als Wort van Aert rausgezogen ist. Das war schon bezeichnend. Ja, gut, aber ganz ehrlich, der Fahrer hinter Kwiatkowski. To be fair, ich glaube, da wollten alle in dem Moment feiern. Da war Castro Viejo war das noch, ne? Der ist auch direkt raus. Ja, der hatte ja schon die Lücke gerissen und dann hat er Jumbo direkt auch attackiert und da war er halt raus. Ja, was heißt attackiert? Sepp Kuss hat einfach mal wieder das Tempo gebracht, was Wout van Aert vorher gefahren ist. Kwiatkowski, finde ich übrigens, ist so ein Fahrer, das finde ich richtig schade, dass der bei Ineos fährt. Ja. Ey, der ist schon wieder stark dieses Jahr, ne? Der ist wieder richtig gut. WM. Ja, ja. Der wird gerade immer besser. Vielleicht weiß er gar nicht mehr, wie er für sich selbst Ja, stimmt hat. Schon. Ja. So. Aber ich glaube, damit. Man hat ja das letzte eigene Ergebnis so richtig gehabt. Schon länger her, oder? Ja, aber der redet halt das Geld, ne? Ich glaube, die Kohle, die er da bekommt, der schöne Schweigegeld. Mhm. Ja, vielleicht, ich meine, ich kenne ihn noch nicht. Vielleicht hat er auch richtig Bock drauf, ne? Und ist gar nicht so der Typ, der jetzt die Persönlichkeit hat, um irgendwie alles für sich zu beanspruchen. Aber ja, gut. Ich finde es halt einfach nur schade. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, hier bei der Überlegenheit von Ineos, was ich auch super krass fand, weil ich vorher
auch nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass er überhaupt nominiert wird, ist Tony Martin. Der, der neue Patron. Ja, auch auf der Etappe, die durch die rutschige Fahrbahn ein bisschen chaotisch wurde, da mal den Polizisten raushängen lassen hat und da mal für Ordnung gesorgt hat. Und ja, da hat man ja auch schon irgendwie ja, Gerüchte gehört, ja, der hört vielleicht auf und hat man lange nicht viel von gehört, sagen wir mal so, und fährt jetzt bei der Tour mit, konstant ohne Brille, was ich irgendwie ein bisschen ja. merkwürdig finde. Hast du die Woche in die Gruppe also gefragt wirklich, und da ist mir das auch erstmal aufgefallen, aber ich habe ihn heute oder gestern habe ich ihn mit Brille gesehen. Ey, das wird selbst bei uns im Fernsehen thematisiert, man. Mir ist es noch nicht einmal aufgefallen, bis wir ein paar Mal gefragt wurden. Also. Ja, mir ist direkt aufgefallen. Also wer von dem Fahrerfeld hat überhaupt keine Brille an? Das ist ja schon selten. So, und irgendwie fährt er die ganze Zeit ohne. Und ja, auch brutal. Habt ihr mal so Bilder gesehen, also Fotos gesehen von ihm? Immer noch, also wirklich top in Form, auch einen muskulösen Oberschenkel, wie, glaube ich, zu besten Zeiten. So, also physisch habe ich ihn auch schon habe ich ihn nicht so in Erinnerung. Und ja, ich bin gespannt, ob er nochmal vielleicht auch so Richtung Zeitfahren, weiß ich jetzt nicht, wie er da im Training ist, weil dies ja auch noch nicht so viel dahingehend war. Er ist ja immer noch der stärkste Zeitfahrer Deutschlands, muss man sagen. Immer wenn deutsche Meisterschaft ist, ist er auf jeden Fall unantastbar. Ja. Und ja, ich fand es auf jeden Fall jetzt beeindruckend, wie er bei der Tour da jetzt auch auf Etappen, die jetzt noch gar nicht so für seinen Fahrertyp geeignet waren. Wir nehmen gerne Erklärungsversuche an, warum er ohne Brille fährt. Ich musste direkt dran denken, dass er an den Augen schwitzt oder dass die Augen so heiß sind. die glühen. Scheiße. Die glühen. Scheiße, ja, Hunde schwitzen ja über die Zunge. Vielleicht schwitzt Tony Martin über die Augen. Ich sag, die Brillen sind scheiße. Und wenn er es kann, dann ohne zu fahren, also manche können es einfach nicht. Ich könnte es auf gar keinen Fall. Ja. Aber das gab es zumindest in der Vergangenheit schon, wenn die Teamsponsoren irgendwie nicht so geile Brillen hatten, dass dann auch Fahrer möglichst ohne Brille gefahren sind. Also lieber ohne als mit. Was wäre denn schlecht an der Brille, dass ich sie nicht aufsetze? Ja, zum Beispiel eben Schweiß zum Beispiel, wenn das Brillenglas einfach vom Material her dann den Schweiß nicht so gut ableitet, ne? Oder das nicht so gut abperlt und einfach die Sicht dann, also dass du die andauernd sauer machen musst. Ja, auch es gibt ja auch Gläser von Brillen, die den Kontrast irgendwie verstärken. Es gibt natürlich dann auch schlechte Qualität, die den Kontrast verschlechtert. Von irgendwelchen Oberflächen auf der Straße oder so. Ich frage. Da gibt's, also vielleicht bist du noch nie eine schlechte Brille gefahren, aber wenn du mal eine fährst, dann weißt du auf jeden Fall, was eine schlechte Brille ist. Also du siehst damit einfach schlechter. Ich frage Baller mal, wie die. Und wenn Brillen die nicht gut belüftet sind, dann wird es halt auch unfassbar warm mit so einer schlechten Brille, sage ich mal. Beziehungsweise brauche ich ihn nicht fragen, er wird es mir jetzt sagen, wenn er das hört. zum Glück haben wir gute Brillen. Ey, Jungs, einen random Fact zu dem Alaphilippe-Gate. Wisst ihr, wer ihn die Flasche angegeben hat? Patrick Lefebvre. Nee, das wär am geilsten. Nee, sein eigener Coach, also okay. Sein Cousin, Frank Alaphilippe. Das ist natürlich auch weird. Und Lefebvre hat schon gesagt, das Team hat ein Mistake gemacht. Also die wussten, dass sie hinter dem 20 Kilometer stehen. Das ist natürlich echt ja, schlecht gelaufen, ne? War das also auch so eine Finalflasche. Ja, yes, das habe ich mich auch gefragt. Mit Zucker. Mit 20-fachem Espresso mit Red Bull. Genau. Red Bull. Genau. Red Bull mit Espresso. Ja, aber das heißt, das ist eine Finalflasche, weil die nicht so klebt. Gels kleben halt so. Genau. Muss man wissen. Ah, ja, schöne Erklärung auch, ja. Gut. Wir spielen hier natürlich auch das Video von Remco Evenepoel an, wie er da im Graben liegt und der sportliche Leiter ihm was aus der Trikottasche zieht und dem die UCI jetzt nachgeht. Das finde ich übrigens toll, wofür die UCI Geld ausgibt und wie konsequent sie mit manchen Sachen umgehen. Und ja, Erklärung von
Evenepoel bzw. von Quickstep ist eben, dass er eine den Final Bottle da hinten drin hatte. Und jetzt, wenn sich die Leute fragen, was ist das? Das kann alles Mögliche sein. Gerald hat zum Beispiel früher immer gesagt, er fände das eigentlich geil, wenn es so ein doppelter Espresso mit Zucker drin wäre. Mhm. Das würde er sogar noch lecker finden, im Gegensatz zu irgendwelchen Koffeindrinks, die man da sonst so vielleicht mal zu sich nimmt am Ende der Etappe. Ich finde auch die Überlegung so schwachsinnig in dem Moment. Der Typ wird gleich auf eine Bahre gelegt und abtransportiert, dass du dem alles aus dem Trikot rausholst, dass er da nicht mit dem Rücken noch auf irgendeinem Kasten drauf liegt, ist halt total normal. Dass das, wie das dann aussieht, wie er das da macht, finde ich halt gar nicht großartig verfänglich jetzt da. Ja, okay, der nimmt das Ding halt direkt dann in die Hosentasche rein, aber das ist vielleicht einfach der Situation geschuldet, ja. Ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwie ja, also warum soll das verstecken wollen? Sagen wir mal, dass die Finalflasche von Quickstep eben auch eine sehr gute ist. Aber ich glaube ja nicht, dass dann irgendein Arzt im Krankenhaus das Ding da untersucht und die Bestandteile veröffentlicht, ja. Sondern der hätte es wahrscheinlich einfach weggeworfen und da wäre nichts draus passiert. Wobei ich auch schon gehört habe, dass Fahrer gerne mal eine Finalflasche von Quickstep haben wollen. Das habe ich auch gehört. Die soll schnell machen. Ja, okay. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Neuer Merch-Artikel, Besenwagen, Finalflasche. Gemixt bei Dr. De Koenig. Die macht dann aber langsamer, damit kommt man den Besenwagen dann. Genau. Da ist abgestandene Milch drin. Mit 12% Alkohol. Dann verabschieden wir uns für heute. Erste Tour de France Edition Besenwagen seit ganz langer Zeit. Nächste Woche gibt's die nächste. Ciao for now. Tschüssi. Tschö. Ciao.